Ihr wollt wissen, woher ich diese Pieces habe und wie die Looks dazu aussehen? Dann spitzt jetzt mal eure Öhrchen. Man kennt die klassischen Online-Shops im Bereich Fashion, aber jetzt gibt Amazon richtig Gas mit Amazon Fashion und es gibt immer und immer mehr Kleidung auf Amazon zu kaufen. Und ja Leute, dieses Video ist eine Kooperation mit Amazon Fashion und alle Outfits und Kleidungsstücke, die ich in diesem Video trage, habe ich selbstverständlich auf Amazon gekauft und euch auch natürlich unten in der Infobox verlinkt, falls ihr davon irgendein Piece nachkaufen möchtet. Und by the way Leute, heute sind die Amazon Prime Days, das heißt, es gibt richtig, richtig gute Deals für Prime-Kunden heute und morgen bei Amazon. Und als Prime-Kunde hast du grundsätzlich super gute Vorteile, wie zum Beispiel uneingeschränkte, richtig schnelle Lieferung, exklusive Angebote an Deal-Days, wie zum Beispiel heute und morgen. Und du hast auch die Möglichkeit, neuerdings jetzt auch, erst die Kleidung zu kaufen, anzuprobieren und dann später zu bezahlen. Heißt ähnlich so wie Kauf auf Rechnung und das lohnt sich bei Fashion-Artikeln auf jeden Fall. Aber es soll jetzt nicht primär hier um Amazon Prime gehen, sondern vielmehr um die Outfits und die schauen wir uns jetzt mal an. Outfit Nummer Uno. Jeder hat natürlich seine eigene Interpretation von einem Jeans-T-Shirt-Look. Meine ganz einfache, simple Version ist diese hier. Ich trage hier weiße, sportliche Adidas Continental, eine Jeans, eine etwas hellere Jeans im Used-Look von Levi's, darüber ein weißes T-Shirt von Tommy, eine ganz minimalistische Uhr und noch ein Backpack von Johnny Urban. Das Outfit von gerade pimpen wir jetzt ein bisschen auf und zwar zu einem Stadtbummel-Look mit einer etwas schickeren Note drin. Ich finde es halt unfassbar angenehm, wenn man halt bequeme und sportliche Pieces hat und dann vielleicht noch so eine etwas schickere Note reinbringt, hier an dieser Stelle mit dem Mantel. Aber starten wir jetzt erstmal ganz unten. Ich trage hier ganz unten weiße Ledersneaker von Georgs, die auch ein bisschen eleganter sind als die vorherigen von Adidas. Dann wieder eine Used-Look-Jeans von Levi's und dazu dann ein Hoodie von Boss mit Kapuze. Und darüber dann der Mantel, der dem Outfit einfach nochmal so die elegantere, in Anführungsstrichen, Note mitgibt. Weiter geht's mit einem All-Black-Everything-Outfit. Leute, ihr wisst, in jedem meiner Outfit-Videos muss auf jeden Fall ein All-Black-Everything-Outfit mit dabei sein. Und das sind auch meine Go-To-Looks, wenn ich mal irgendwie auf dem Schlauch stehe und nicht weiß, was ich anziehen soll. Und dabei ist es egal, ob das Outfit eher lässig ist oder in diesem Fall jetzt etwas schicker. All-Black geht immer. Starten wir unten an den Füßen. Und zwar trage ich hier Lederstiefel von Hugo. Dann dazu eine etwas schickere Chino mit Buntfalte in Schwarz. Einen schwarzen Rollkragenpullover. Darüber einen schwarzen Trenchcoat. Und als Accessoires, um das Outfit jetzt noch ein bisschen abzurunden, habe ich noch einen Ledercase, einen Laptop-Ledercase in der Hand und auch noch eine passende Brille dazu auf. Auch wenn Karl Lagerfeld gesagt hat, dass Jogginganzüge irgendwie gar nicht gehen für den Alltag, spätestens nach Corona gehören Jogginganzüge zu unserem Alltag mit dazu. Und wenn man sie richtig stylt, kann man Jogginganzüge auch tatsächlich im Alltag anziehen. Dabei muss man allerdings auf einige Punkte achten. In diesem Fall habe ich jetzt hier einen Jogginganzug ausgewählt, der sehr hochwertig ist. Und ich habe einen kompletten Anzug in diesem Fall an. Ein kompletter Anzug von Boss. Der sieht nicht nur hochwertig aus, sondern ist auch all in all sehr hochwertig verarbeitet, weil überall gestickte Muster drauf sind und nichts geprintet. Außerdem würde ich euch empfehlen, wenn ihr Jogginganzüge stylt, die Jogginganzüge einfach etwas zu layern mit verschiedenen Pieces, dann kann man auch nochmal so ein bisschen Tiefe und ein bisschen Wertigkeit in solche Looks mit reinbringen. Und zu guter Letzt kann man sowas natürlich dann auch nochmal ein bisschen mit Accessoires toppen. Leute, ich persönlich gehe gerne laufen und gleichzeitig auch gerne ins Gym. Das bedeutet, ich brauche viele Sportklamotten. Und wenn es um Sportklamotten geht, dann werdet ihr auf Amazon auf jeden Fall fündig werden. Ich persönlich trage jetzt hier an dieser Stelle Hukaschuhe zum Laufen. Die sind hervorragend, wenn es um das Thema Laufen geht. Die sind wirklich richtig weich und haben eine extra dicke Sohle. Kann ich jedem ans Herz legen. Dann dazu Tennissocken und eine Outfit-Kombination von Under Armour, komplett in Schwarz gehalten und hier und da noch ein paar Accessoires. Sprich, ich trage jetzt noch an dieser Stelle meine Apple Watch und auch noch so eine Tasche für das Handy am Oberarm, damit ich mein Handy unterwegs mit dabei haben kann und einfach frei bin beim Laufen und mich nicht darum kümmern muss, wo irgendwie mein Handy rumfliegt.
Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte nicht so unfassbar viel Kohle ausgeben für Markenprodukte, eins kann ich euch sagen, schaut mal bei Amazon Essentials vorbei. Amazon Essentials, die haben super günstige Sportklamotten zu einem hervorragenden Price Point und eigentlich ist das Ganze auch schon mal ein Video wert. Also Leute, schaut da mal vorbei. Hier nochmal alle 5 Outfits im Überblick. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welches Outfit euch persönlich am besten gefällt. Und denkt dran, heute sind die Amazon Prime Days. Heute gibt es richtig, richtig gute Deals für Prime-Kunden. Also auf jeden Fall bei Amazon vorbeischauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas Inspiration liefern für eure Amazon-Fashion-Einkäufe und wünsche euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Shoppen.